Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Ausflug in die Welt der Wohnanhänger. Ja? In die kleine Welt vor allem, in den kleinen Wohnanhänger. Genau, der kleine, der eigentlich ganz schön groß ist. Ja. Aber da kommen wir jetzt gleich dazu. Also wir stehen hier, ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, dass wir einen Eriba Touring Troll 530 in der Rockabilly Edition Probe gefahren haben. Genau, wir haben uns ja auf der Messe in Stuttgart dieses Jahr in diesen süßen kleinen Wohnanhänger so sehr verliebt und haben den dann immer wieder auf verschiedenen Messen gesehen und haben dann mal angefragt und danke erstmal an Wohnmobile United, dass wir dieses Fahrzeug testen durften, was für uns einfach großartig war. Also erstmal, weil wir überhaupt keine Ahnung von Wohnwagen haben, da war das sehr, sehr aufregend. Und dann sind wir, können wir ja glaube ich schon direkt sagen, sehr begeistert hiervon, weil es einfach schön war 5 Tage lang. Genau. Und jetzt haben wir hier 5 Tage drin Probeurlaub gemacht, wie wir das ja immer mal so gerne machen. Und haben das für uns ausprobiert und haben den Rockabilly ausprobiert und zeigen ihn euch jetzt einfach mal. Genau. Wobei ich glaube, also viele von euch kennen diesen Wohnanhänger, weil es einfach der klassische Troll 530 ist, nur mit Sonderausstattung. Richtig? Genau. Ja. Gut. Ja. Ja. Was? Ja. Ich wollte erstmal das Dach aufstellen. Das kann man machen. Also, wenn man nicht sehr viel größer ist, als wir das sind, kann man hier super gerade drin stehen. Wenn man 5 cm größer ist als der Toni, nicht mehr. Und dann kann man das Dach ausklappen, was wieder so ein bisschen 50er, 60er Jahre-Style hat, was also mich ja, besonders alten, begeistert hat. Den ja. Alten konntest du ja auch ausklappen. Dieses, genau. Und das ist so, naja, wie auch immer, zeig doch mal. Hat natürlich den Vorteil, dass während der Fahrt das Ding kleiner ist, niedriger ist, nicht so viel Windwiderstand hat. Und da muss man ja nicht drin stehen während der Fahrt. Ne? Also durchdacht war das damals schon und das hat man ja jetzt einfach wieder übernommen. Und die Geschichte ist wirklich nicht schlecht. Ja, also einfach aushaken. So, hinten auch. Und jetzt brauchen wir einfach nur nach oben, nach oben. Können auch Frauen. Und fertig. Und schon ist es hier alles hochgegangen. Ja. Und etwas höher. Genau. Hier. Da kann man gleich, genau, kann man gleich zeigen, dass man das oben aufmachen kann. Wie kleine Luken. Mit Lüftung. Mit Lüftung. Einmal mit, ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, Fliegengitter. Man kann das aber auch rausnehmen, einmal zum Waschen oder, wenn man sich nicht vor Mücken fürchtet oder Fliegen, und kann es ganz rausnehmen. So, und dann kann man gucken, wo man steht. Ja, kannst du auch mit dem Ding gucken. Ja, ich kann auch mit dem Ding gucken. Ja, aber jetzt musstest du da wieder dran fummeln, Meister. Ja. Aber es geht ganz gut. Darum hat es einen Klettverschluss. Ah. Und dann kann man das auch wieder mit Reißverschluss zumachen. Ja. Wir hatten übrigens, das können wir ja gleich sagen, keine Probleme mit Kälte, keine Probleme mit Feuchtigkeit. Wir hatten Regen, wir hatten ein bisschen Wind. Es war 12 frostig, Grad. Auch teilweise nachts frostig. Nachts frostig, tagsüber 12 Grad. Und es war aber trotzdem hier nicht kalt drin. Also die Heizung heizt super. Und das isoliert auch irgendwie gut. Ich weiß nicht, ist das Zeltstoff oder das was? Das ist ein fester Zeltstoff, ja. Ja, regnet auch nicht durch. Nein. Wir hatten auch keine Probleme mit Schwitzwasser oder irgendwie sowas. Gar nicht. Also das war alles hier. Ja, also das, wenn wir schon bei der Heizung sind, das ist hier so eine Wohnwagenheizung. Wir kennen uns mit den Wohnwägen natürlich nicht so gut aus, deswegen kann ich auch jetzt nicht hundertprozentig sagen, wie diese Heizung heißt. Die ist von Truma, eine Gasheizung, ganz klar, mit einer Lüftung dann noch dazu. Die kann man noch separat dazu schalten, ja, mit der Lüftung. Und ja, also die hat wirklich super geheizt, ja. Ja. Wo geht's los? Wo fangen wir an? Wir fangen hinten an, wie immer. Alles klar. Wobei hinten und vorne ist ja bei einem Wohnwagen relativ. Ja, doch, ist schon hinten hier, ja. Also hier ein traumhaft wunderschönes Querbett und man schläft so gut auf diesen Matratzen. Hattest du das auch? Ja. Also die Matratzen sind super. Kein Vergleich zu unserem schönen Günther, den wir sonst fahren, muss ich leider sagen. Also hier Bombe. Und dann natürlich hier die 2 Fenster und hier oben die Schränke, wo ich anfangs dachte, ach du liebe Zeit.
Die sind ja mini klein, aber die sind unfassbar tief. Ja. Und da passt so viel rein in diese Schränke, die hier alle oben rumgehen. Das hätte ich im Leben nicht für möglich gehalten. Also super. Dann hier Nachttisch. Nee, ach so, wir haben keine Leselampe. Nein, wir stecken nicht mehr am Strom. Wir stecken nicht können mehr. Euch das leider jetzt nicht zeigen, aber das ist eine schöne Leselampe. Auf beiden Seiten. Also man kann sich aussuchen, ob man hier mit dem Kopf schlafen möchte oder dort mit dem Kopf schlafen möchte. Lampen sind an beiden Seiten. Und hier, wenn der Toni mal um die Ecke schwenkt, ist auf beiden Seiten auch nochmal so ein schönes Täschchen für Kleinkram. Brille, Handy, Taschenlampe. Hier eine und dort auch eine. Ja. Dann sind an allen Fenstern wunderschöne, wunderschöne 50er-Jahre-Gardinen. Rollläden, natürlich. Und Insektenschutz. Fliegengitter. Wunderbar. Also alles da. Ansonsten ein vorgehängtes Ausstellfenster. Ganz normal. So. Ja, dann sind wir eigentlich schon, also die Schränke sind hier oben rum. Dann haben wir, das können wir euch jetzt leider nicht zeigen, das ist ein bisschen doof, aber diese weißen Streifen hier, das ist Beleuchtung. Ja? Die kann man entweder hier oben anschalten oder da unten das anschalten. Ja? Also, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Und die ganzen Spots, die hier überall verbaut sind, sind alle LED, selbstverständlich, und haben Touch. Einen Berührungsschalter. Also wenn ich die antatsche, dann gehen die an, wenn ich sie wieder touche, gehen sie aus. Super. Also ich muss nicht irgendwo, wenn ich da Licht haben will, pupp, datsche ich drauf und da leuchtet es. Stimmt so, ganz genau. Sehr gut eigentlich, ja. Dann haben wir hier die Küche. Ja. Mit zwei Flammkocher und Spüle und integriertem Schneidebrettchen. Ja. Warmwasserbereitung ist jetzt in diesem Auto, in diesem Anhänger über eine 5 Liter Elektropatrone. Ja, ist halt so. Die gibt es aber auch. Den kann man auch mit einer Truma Kombi kriegen. Jetzt weiß ich nicht, ob jetzt wirklich dieses Modell, aber es gibt den Toll 535. Der hat dann eine Truma Kombi. Da ist dann 11 Liter Wasser und ganz normal über Gasheizung. Gas über die Gastherme sozusagen. Das warme Wasser. Dann haben wir noch einen Kühlschrank. Ja. Ein Absorberkühlschrank ist das hier, der aber auf 12 Volt 220 und Gas läuft. Ja, der reicht. Kühlschrank ist ein bisschen, ja. Ist ein bisschen klein. Ja, ist halt. Wobei, jetzt aber für zwei Leute hat es jetzt eigentlich doch auch gereicht bei uns für uns, oder? Jein. Es ist ja jetzt so, dass wir gerne volle Kühlschränke mögen, weil wir permanent am Essen sind. Und gerade der Toni sagt ja immer, ich brauche einen riesengroßen Kühlschrank. Also im Wohnmobil. Ist hier jetzt natürlich ein bisschen anders und das Fahrzeug ist mehr oder weniger ja sowieso nur für zwei Leute ausgelegt. Und dann kommt ja dazu, dass diese Art des Urlaubs ganz anders ist als die, die wir mit dem Wohnmobil gewohnt sind, weil hier fährst du ja dann einfach mal einkaufen. Punkt. Und dementsprechend ist dann der Kühlschrank, wenn er leer ist, kannst du das kaufen, was du brauchst und machst es rein und dafür reicht er auch völlig aus. Ja. Finde ich. Haben wir jetzt so festgestellt. Erstmal waren wir geschockt über die Größe, also die kleine, also so klein wie der ist, aber geht. Ist so echt okay, finde ich, ja. Ich finde schon. Du bist immer der sagt, ich brauche so große Kühlschränke. Ja, es gibt auch den Toll 535. Allerdings weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, ob es den auch in dieser Rockabilly-Version gibt oder Ocean Drive. Der hat dann den Kühlschrank hier auf dieser Seite. Ja, der ist dann größer. Und dann fällt natürlich der Kleiderschrank da weg. Ja. Also da muss man dann wissen, was man will und was man möchte. Ja, also das, wir wollen euch ja jetzt den Rockabilly hier vorstellen mit seinem Ding. Ach, da sehe ich gleich, da oben hat man eine Steckdose eingebaut, fanden wir sehr gut. Ja, da lag nämlich so Ladezeug und Ladekabel und sowas, das war nicht verkehrt. Noch eine weitere Steckdose, weil ihr wisst ja, ich bin der Steckdosen-Toni. Haben wir hier an der Küche, da kann man immer eine brauchen. Und da hinten in der Sitzecke. Und da hinten in der schönen Sitzecke haben wir auch noch eine Steckdose. War super für Laptop oder vielleicht damit eine Kaffeemaschine hinstellen oder so. Aber das, das seht ihr ja dann. Badezimmer, Leni? Ja. Hupsa, Teppich, Achtung. Apropos Teppich. Also Freunde, hier ist ja dieser wunderschöne Teppich drin. Der gehört mit zur Sonderausstattung von dem Rockabilly, genauso wie die Sitzkissen. Ja. Ja, das zeigen wir nochmal ganz genau, was die Sonderausstattung ist. Ja. Aber dieser Teppich ist ja so großartig.
abgesehen von der Farbe, finde ich den so toll, dass ich beschlossen habe, jetzt mal wieder, aber endgültig, dass wir unbedingt im Günther auch einen Teppich brauchen. Ja. Spielt jetzt hier gerade keine Rolle, aber ist aber trotzdem so schön mit so einem Teppich drin. Das musste mal gesagt das sein. Das muss ich mal aus meinem tiefsten Herzen raus sagen. So, jetzt haben wir hier aber noch so einen Läufer drüber gelegt, geht die Tür nicht auf, aber mit dem Teppich geht sie auf. So. Jo, Badezimmer. Also, dieses Badezimmer ist klein, aber es bietet alles, was du brauchst. Ja? Hier haben wir zwei Handtuchstangen. Dann haben wir eine große Banktoilette mit Anzeige, wenn sie voll ist, ganz klar, WC-Rollenhalter. Dann haben wir, ich weiß nicht, wie viele Milliarden Ablagen. Ja? Milliarden, lob. Aber nein, hier oben ist eine Ablage. Hier haben wir eine Ablage. Hier sind wieder zwei touch-bedienbare LED-Spots. Hier ist eine Ablage, hier ist eine Ablage, hier ist eine Ablage. Der Spiegel fährt übrigens mit nach oben, wenn das Dach gehoben wird. Der kann aber, wenn man jetzt kleiner ist, auch hier oben mit dem Druckknopf lösen und nach unten wieder fahren lassen. Also das ist kein Problem. Dann haben wir ein schönes tiefes Waschbecken. Das ist zwar jetzt nicht groß, aber es ist sehr tief, also das reicht aus. Wasserhahn ist klar. Hier ist noch eine Ablage. Ja, hier ist ein Schrank mit einem Einlegboden drin. Hier ist noch ein Schrank. Ja, für alles, was man so braucht. Hier sind Ablagen und diese Ablagen haben diese Gumminupsis. Da sind wir auch schon mal danach gefragt worden, was wir da immer denn meinen mit diesen Gummibändern. Da kann man jetzt seine Fläschchen dahinter stellen und die fallen halt nicht raus. Die kann man dann drin lassen, auch während der Fahrt. Hier unten ist eine Duschwanne drin. Der hat jetzt keine Duschausstattung. Den gibt es aber auch mit einer Duschausstattung. Dann hat er einen Vorhang und dann könnte man auch drin duschen. Der hat auch jetzt keinen Abwassertank. Den gibt es aber auch mit Abwassertank. Also, dieses Badezimmer ist genau wie, also dieser ganze Wohnwagen. Ich habe so ein Harry Potter Erlebnis gehabt. Wenn ihr Harry Potter kennt, dann kennt ihr dieses Zelt, in dem die irgendwann sitzen, das von außen kaum zu sehen ist, weil mini klein, und wenn man reingeht, ist es wie eine Fünfzimmervilla. Und das ist hier irgendwie ähnlich, ja. Der ist von außen so mini klein und dann kommt man rein und es ist riesengroß, es passt überall alles hin und es sind so eben so viel Ablagemöglichkeiten. Das ist unfassbar. Gerade wieder auch im Badezimmer. Wir haben unseren ganzen Schnickschnack ausgeräumt, weil wir eben auch testen wollten, ob alles unterkommt und ob alles klappt. Es passte die alles. Die Hälfte war leer. Und die, ja, ach, ich glaube mehr als die Hälfte war leer. Ja, es passt alles. Ist schon, ohne ist Probleme schon echt rein. Enorm, wie durchdacht das Auto ist. Also der Anhänger, ich sage immer Auto, aber es ist ja ein Anhänger, macht ja nichts. Thema Duschausstattung. Wir sind ja diejenigen, die immer sagen, beim Wohnmobil natürlich, wir brauchen kein Waschhaus. Wir haben das ja alles bei uns bei und das ist auch super so und wir nutzen das alles. Und dann schreiben uns immer ganz viele, ja, aber man kann ja auch ins Waschhaus gehen. Und das sind ganz viel Wohnwagenfahrer. Und ich dachte immer, warum soll ich das denn machen, wo andere sind und so weiter und so fort. Und jetzt verstehe ich aber das, weil es ist ja ganz normal, dass man das macht. Also wir sind jetzt ins Waschhaus gegangen zum Duschen, weil, wie gesagt, keine Duschausstattung hier. Und es ist super. Man hat Musikberieselung. Und bei es dir, ist bei uns nicht. Ja, gut, das ist ja halt Frauenwellness, ne? Und es ist überhaupt kein Thema, ins Waschhaus zu gehen. Es geht sogar so weit, dass ich mir tatsächlich denke, wenn wir irgendwann mit Günther unterwegs sind, dass wir dann das Waschhaus nutzen und nicht unsere Dusche, weil das ist dann doch alles natürlich größer. Und also, mal gucken, wie sich das in Zukunft entwickelt. Aber es war nicht schlimm, weil viele sagen auch, nee, mache ich nicht. Die haben da so einen Ekel vor. Wenn man so einen Grundekel hat, ist natürlich doof. Den haben wir jetzt nicht. Braucht man aber auch nicht. Nein, also wenn es ein ordentliches Waschhaus ist und die Dusche für 30 Sekunden nicht nochmal extra einen Euro kostet, sondern wenn das alles im Rahmen bleibt und manchmal ist es ja auch sogar inklusive, dann kann man auch da ins Waschhaus gehen. Also die Lene entwickelt sich langsam zur Waschduschhausgängerin. Der Toni hat ein bisschen Angst, ne? Er hat ein bisschen Angst, dass wir das nächste Mal mit dem Zelt unterwegs sind, weil ich mich immer wieder woanders hin entwickle. Ja. Ja, ja, jetzt hatten wir ja ein Wohnmobil, jetzt haben wir einen Wohnanhänger, jetzt irgendwann mal werden wir noch einen Kastenwagen mal probetesten und dann nehmen wir mal einfach mal ein Zelt. Nein. Aber hier, der Wohnmobil United hat noch so einen Zeltaufklappanhänger. Ich möchte nicht im Zelt, egal ob mit Aufklappanhänger oder gar nicht. Nee, hab ich auch keinen Bock drauf. Also gut. Dieses Badezimmer, um zurück zum Thema zu kommen, ist toll. Ja. Und Waschhaus gehen ist auch super. Wir haben das jetzt so gemacht, dass wir einfach da zum Duschen hingegangen sind, haben hier alles andere gemacht. Wobei ich dann auch überlegt habe, das ist Käse, weil wenn ich da hingehe, kann ich auch Zähne putzen. Das ist angenehmer als an diesem kleinen Waschbecken. Ja, aber es geht. Es geht natürlich. Genau. Ja. Keine Frage. Ich sag nur... Also jeder, der Angst hat vor dem Waschhaus und sagt, ich muss hier drin duschen,
dann mit Duschausstattung ist es ja wahrscheinlich wieder irgendwie kompliziert, ja, mit Vorhang und Umbau und alles ist ja, nass. Das, ja. Würde ich schon nicht würde mehr machen. Würde ich auch nicht machen, nee. Also wäre ich durch mit dem Thema jetzt. Ja. So, für mich. Ja. Muss ja jeder für sich selber wissen. Aber man kann auch duschen, wenn man will. Thema Abwasser ist auch ganz einfach beim Wohnwagen, können wir vielleicht aber noch sagen. Ja, selbstverständlich. Wir haben auch dann, ja. Ein Wassertaxi. Ja, ein Abwassertaxi hatten wir hier. Abwasser. Weil der keinen Abwassertank hat. Wie gesagt, den gibt es auch mit Abwassertank, aber der hat keinen. Und da haben wir ein Abwassertaxi mitbekommen. Das ist halt einfach ein Wasserkanister mit, auf Rollen, den man da drunter schiebt, wo der Auslass ist für das Abwasser und dann füllt sich das und dann muss man es halt ausleeren, wenn es voll ist. Ja, ist eigentlich ganz normal. Also ein ganz fahrbarer einfach, Gulli. Ein fahrbarer Gulli, ja. Sowas haben wir gedacht, müssen wir uns eigentlich auch für den Günther anschaffen, weil bleibst ja doch mal ein paar Tage länger irgendwo stehen und dann musst du nicht wegfahren, sondern fährst halt mit dem Abwassertaxi den Abwasser weg. Und wenn du duschst im Waschhaus, hast du auch nicht so viel Abwasser. Da ist ja ein bisschen Spülwasser, ein bisschen Zähneputzwasser und so. Dann ist das ja nicht so oft, nicht so viel. Ne? Ja, also wir haben, oder ich, viel gelernt in diesen 5 Tagen. Selbstverständlich. Also wir haben sehr viele Erfahrungen gemacht, die wir mitnehmen. Ja, also super. So, zurück zum Auto. Bad ist toll. Und dann ist hier, wenn man aus dem Bad rauskommt. Ach so, wir haben da hinten, Entschuldigung Leute, dass ich jetzt noch mal kurz nach hinten gehe. Aber hier hinten könnt ihr natürlich... Ach so, das stimmt. Ja, an den Stauraum, übers Bett. Oder natürlich auch durch eine Seitenklappe. Ne? So, jetzt blinkt der Akku, den werde ich mal tauschen und dann geht's weiter. So, Stauraum hinten haben wir gezeigt. Akku ist getauscht, Akku weiter ist getauscht, geht's. Geht weiter. Also jetzt haben auch wir hier vorne diese wirklich echt schnuckelige Sitzgruppe. Ich setz mich mal. Leni, setz dich mal. Das ist nämlich mein Lieblingsplatz. Ja. Nehm den auch einfach mit nach Hause und wir stellen ihn irgendwo hin. Also nein, super. Man sitzt da wirklich sehr gut drauf. Man hat genügend Platz, der Tisch ist groß genug. Man kann den Tisch verschieben, hinten in dieser Leiste. Man kann ihn auch abklappen, unten in eine Schiene einhängen und noch ein Bett draus machen. Ja, das geht auch. Ja. Und man kann den Tisch außen einhängen. Das blende ich jetzt ein, wie ich das schon gemacht habe. Ist eine super Idee. Wäre ich wirklich ganz, ganz knuffig. Und tja, also die... Man das ist schön, super. Man kann auch schön rausgucken. Man kann, ja. Aber ich muss noch mal kurz zu dieser Sitzbank kommen. Man sitzt so gut. Das ist hier ein bisschen hoch. Erstmal ist das Leder. Da stehe ich jetzt nicht so drauf, muss ich dazugeben. Darum haben wir hier auch 2 Deckchen draufgelegt. Aber spielt jetzt keine Rolle. Und dann ist es hier hochgezogen. Und das ist so... Diner-Style, American Diner, aber das ist einfach so gemütlich und bequem. Und dann kann man sich hier den Vorhang aufmachen. Diese Fenster sind auch die Wucht und lehnt sich hier einfach so gemütlich an. Tässchen Kaffee dazu und guckt in diesem Falle auf den Rhein. Und da ist es total egal. Also wir hatten ja ein bisschen gutes Wetter auch zwischendurch. Der Toni immer, ich gehe raus. Und ich sage, ich will überhaupt nicht hier rausgehen. Ich will hier drinnen bleiben und möchte hier rausgucken. Was ich dann auch gemacht habe. Toni saß zwischendurch im Kalten draußen, das war ein bisschen merkwürdig. War gar nicht kalt. Aber hier haben wir natürlich auch wieder die ganz normalen Kassetten mit Verdunklung und Fliegengitter. Fenster zum Ausstellen, die sind vorgehängt. Ja, diese hochgezogene Diner-Style-Rückenlehne ist Sonderausstattung. Ja. Von dem Rockabilly und von dem Ocean Drive. Hier haben wir nochmal Ablagen. Da kann man nochmal irgendwas verstauen. Dann haben wir hier eine Garderobe, Das dürfen wir nicht vergessen, die Garderobe. Bitte zeig das nochmal, weil das so schön ist. Den Schriftzug Rockabilly, entsprechend dann Ocean Drive in Blau. Ach so, das müssen wir da vielleicht sagen. Da ist noch eine Ablage, hier das Verlängerungsbrettchen von der Küche. Genau, ja, also das muss man einfach da unten ist, einhaken. Ja, oder wieder enthaken. Und dann ist es wieder unten. Das ist praktisch. Ja. So, dann sieht man. Und dann haben wir hier. Entschuldigung. Ja, hier ist noch diese wunderbare Schuhklappe. Ja. Da. Und die geht auch über die komplette Tiefe, Länge, Breite der Sitzbank. Hier. Da kann man natürlich auch von hier oben. Ja. Gut zu sehen. Und auf der anderen Seite. Unter der Sitzbank ist auch noch mal Stauraum, der aber kleiner ist, weil da ist der Wassertank. Ja. So. So. Dann haben wir da unten, wenn du schon da unten bist. Ich bin hier. Ein Heizungsentlüfter. Genau. Den haben wir auch da hinten unter Bett für den Wohnraum an sich. Dort. Und im Bad ist auch noch ein Heizungslüftungsauslass. Also das Bad. Können wir doch mal gucken. Das Bad wird wirklich richtig schön schnuckelig warm. Hallo, also wo bist du denn? Keine kalten Füße oder so. Wir suchen noch. Ach, da! Ja. Freunde, da. Wer sucht, der findet. So sieht's aus. Wir haben es gefunden.
Genau. So. Und dann haben wir hier oben wieder diese fantastisch großen Schränke. Die, also schaut euch mal an, da passt so ein ganzer Arm da unten rein, bis hinten hin. Das ist halt ein bisschen schräg, ist klar, aber es passt einfach wahnsinnig viel rein. Ja. Kommen wir mal kurz innen zur Sonderausstattung Rockabilly. Also hinten angefangen, die roten Vorhänge, diese rote Umrandung hier vom Bett, die Kissen sind dabei. Der Teppich ist dabei, der rote. Hier auch dieser rote Streifen. Ja. In dem Ocean Drive natürlich alles in blau. Das müsst ihr euch jetzt denken. Wir sind ja im Rockabilly. Ja. Und dann hier die Sitzgruppe, der Tisch mit diesem roten Streifen. Die Lederausstattung mit den rot abgesetzt und dieses etwas höher gezogene Rückenlehnen in diesen Diners, American Diner Style. Die roten Vorhänge und die Kissen gehören auch dazu zur Sonderausstattung Rockabilly. Wir werden noch ein paar Bilder machen und das auch auf unsere Internetseite setzen und dann machen wir ganzen technischen Daten einfach auch dazu und das verlinke ich dann hier einfach unten in der Infobox unter diesem Video. Genau. Und jetzt gehen wir mal raus. Wir gehen jetzt mal raus und gucken nochmal, wie schön er von außen ist. Man kann sich ja gar nicht satt sehen. Der Teppich im Ocean Drive ist übrigens nicht blau. Nö. Der ist grau. Oh, okay. Das wusste ich jetzt nicht. Ich sag's jetzt mal, für mich ist es grau. Wir haben aber da manchmal ein paar Farbdifferenzen. Für mich ist es grau. Okay, also wir sehen uns draußen. Hier haben wir schon mal einen Schalter für die Vorzeltbeleuchtung, für die Außenbeleuchtung. Die kann man als Bewegungsmelder oder als Dauer immer einschalten. Wir haben eine Fliegentür. Die ist in dem Sonderausstattung mit dabei. So, und das ist von außen mit ausgestelltem Dach. Ja, ausklappbare Treppe, Chromkappen auch in der Sonderausstattung mit dabei. Ja, dann haben wir hier die Stauraumklappe, die wir von innen schon gesehen haben. Ja, gut, hier hinten ein schöner Haltegriff. Ja, wieder natürlich Schriftzug Rockabilly. Ansonsten ist das ein Stromanschluss. WC-Kassettendeckel, Frischwasserdeckel, hier vorne diese geneigte Front, sehr windschnittig, hat nicht so viel Angriffsfläche für wenn man fährt. Und hier ist der Gaskasten, kann man auch noch mal zeigen. Ja, da passen zwei Fünfer oder eine Elfer und eine Fünfer. Ich glaube, zwei Elfer passen da nicht rein, aber das steht in den technischen Daten. So, dann haben wir hier vorne eine Alco-Anti-Schlinge-Sicherheitskupplung. Ein Stützrad mit Stützlastwaage, mit integrierter Stützlastwaage, dass man immer sieht, ob die Anhängerkupplung vom Fahrzeug nicht mit der Stützlast überladen ist oder selbst das Fahrzeug hier nicht überladen ist. Was gibt's sonst noch, Leni? Ich weiß nicht so. Ich glaube, wir haben alles. Ne? Schön ist er. Also, was bleibt zu sagen? Es bleibt zu sagen, dass das Ganze zu haben ist ab knapp 25.000 Euro. Das ist vielleicht noch das, was einen interessiert. Und dass er 4,71 Meter lang ist, Aufbaulänge ohne Deichsel. Das ist vielleicht auch noch wichtig. Und knapp 1000 Kilo hat, fahrbereit. Je nach Ausstattung zwischen 900 und 1000 Kilo. So. So. Mit mehr kennen wir uns nicht aus. Uns hat super gefallen. Wir waren ganz kurz davor zu sagen, wir steigen doch um auf Wohnwagen oder schaffen uns einfach noch einen Wohnwagen an, zusätzlich zum Wohnmobil. Aber dann dachten wir, nee. Nein. Wobei wir Leute hier getroffen haben, die haben das wirklich. Die haben wirklich, ja. Ja, die haben hier einen Wohnwagen als Dauercamper-Stellplatz und sind mit dem gleichen Grundriss und der gleichen Marke nochmal mit dem Wohnmobil unterwegs. Ja. Fand ich auch pfiffig. Also es gibt noch mehr so Verrückte, wie wir das sind. Wir fanden es super. Ja. Absoluter Vorteil für mich vom Wohnwagen ist natürlich dieser sensationelle Wohnraum und dass man auf der einen Seite den Tisch hat oder die Sitzgruppe und diesen fantastischen Ausblick genießen kann, den man dann unter Umständen hat und auf der anderen Seite schläft. Das fand ich gerade hier genial. Ja. So.
ich habe mitgenommen, dass das, dass der kleine Troll hier innen wirklich als Zauberkasten aufgetaucht ist. Ja, der wirklich alles, wo man alles verstauen kann, wo man alles unterkriegen kann, wo man bequem alles unterkriegen kann. Und das fand ich wirklich enorm. Technisch ist das Ding natürlich auf einem sehr hohen Niveau. Ja, auch von der Verarbeitung her. Es klappert nichts. Es fühlt sich auch alles sehr wertig an und es ist auch alles sehr, sehr durchdacht. Ja. Was ja in manchem großen Wohnmobil nicht so ist. Bei den Kastenwägen findet man das öfter, das haben wir ja schon mal gesagt. Aber hier die Raumaufteilung und das Platzangebot wirklich sehr, sehr gut. Fanden wir toll. Das stimmt. Also wir steigen, Und man fühlt sich tatsächlich ein klitzekleines bisschen in die Vergangenheit zurückversetzt, in die 60er, 50er Jahre, wer das mag. Der muss unbedingt damit fahren. Natürlich. Also ja, wird der ein oder andere sagen, 25.000 Euro ist ein Haufen Geld. Das stimmt. Den gibt es natürlich auch für 20.000 Euro als Nicht-Rockabilly-Ausstattung, als normalen Troll. Ist auch noch ziemlich viel, aber ich denke mal, die Wertigkeit und die Verarbeitung und das, was der Wohnwagen bietet, ist es wert. Aber den gibt es ja auch nicht umsonst schon so lange. Richtig, ja. Und das mit dem Rockabilly, ich zeig's nochmal, es ist halt ein Stück weit Lifestyle. Ja, ja, total. Und es sieht wirklich knuffig aus. Und ist ein Hingucker. Also ist gleich Gesprächsthema auf dem Platz. Stimmt. So, ihr Lieben, das war unser Ausflug ins Wohnwagenleben. Mal gucken, ob wir das nochmal mit einem anderen machen können. Erstmal hoffe ich sehr, dass ein Kastenwagen dran ist. Mit Aussteller. Mit Ausstelldach, weil das muss ich als nächstes testen. Ich für mich finde das nämlich auch sehr, also ich bin ja neugierig auf sowas. Das war toll. Großartig. Danke an Wohnmobile United, dass wir das machen durften. Ja. Jederzeit gerne wieder. Allen anderen danken wir fürs Zuschauen. Viel Spaß mit was auch immer ihr unterwegs seid. Alles hat seinen Reiz, alles ist toll. Hauptsache, ihr seid unterwegs und genießt euer Leben, denn ihr habt nur das eine. Ja. Aber in dem Sinne, macht's gut und habt viel Spaß. Tschüss.